Ich bin heute hier, weil ich ein Zeichen setzen möchte, ein nachhaltiges Zeichen für meine Kultur, meine Landsleute, um ihnen zu zeigen, es gibt auch Transgender oder Homosexuelle in unserer Kultur. Da ich nach wie vor immer noch der einzige Black Transgender Reggae Dancehall Artist bin, ist es für mich einfach ein sehr persönliches, tiefes Anliegen, kontinuierlich darauf aufmerksam zu machen, weil es doch eine sehr homophobe Szene ist, die Reggae-Szene. Ich bin heute hier, weil ich finde, selbst ich als Cis-Person sollte das unterstützen, weil gerade ich in meiner privilegierten Position kann andere Privilegierte darauf hinweisen, dass etwas hier falsch läuft. Als schwule Männer waren wir auch schon mit Benachteiligung konfrontiert. Die Geschichten unserer Frauen zeigen aber eine ganz andere Intensität der Diskriminierung. Am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft oder ganz alltäglich auf der Straße. Wir sind 2000 pro Jahr momentan, die diesen Weg rechtlich schaffen, den Geschlecht und den Vornamen zu wechseln auf der rechtlichen Seite. Und das passt vielen der 80 Millionen Menschen einfach nicht. Wir werden verfolgt, wir werden geschlagen, wir werden ermordet. Wenn ich mich je hätte entscheiden können, hätte ich mich dafür entschieden, nicht trans zu sein, weil allein der gesellschaftliche Aspekt, die Ausgrenzung, die Anfeindung so enorm belastend ist, dass ich das niemandem zumuten möchte. Das Bild, was andere Menschen im Prinzip über mich oder sowas wie mich haben? Völlig übertrieben. Immer Minirock, immer High Heels, gemachte Brüste, völlig überschminkt. Lebenskünstler, Freak, der will jetzt eine Frau sein. Achtes Weltwunder, ich bin Unikum, ich bin alles Mögliche. Dass wir das machen aus der sexuellen Lust heraus oder um den Sex als Frau zu haben oder zu fühlen oder wie auch immer, das ist natürlich kompletter Humbug und totaler Quatsch. Liegt auch viel an schlechter und sehr falscher Medienberichterstattung. Zwischen Transmännern und Transfrauen gibt es erhebliche Unterschiede. Ein Mann hat deutlich größere Probleme als Frau durchzugehen, als eine Frau Probleme hat als Mann durchzugehen. Allein dem geschuldet, dass man einem Transmann, der eine Weile Hormone hat, in allermeisten Fällen nichts mehr ansieht. Und den meisten Transfrauen man es halt ansieht, wenn sie nicht irgendwelche teuren OPs machen, die selbst bezahlt werden müssen. Oder nicht mal unbedingt aus dem finanziellen Aspekt nicht gemacht werden wollen, sondern ich sage mir auch, ich mag nicht, dass mir jetzt noch jemand im Gesicht rumschnippelt, irgendwelche Knochen abschabt, irgendwo Knochen aufbaut, irgendwelche unnötigen Narkosen und mein Gesicht so verändert, dass ich mich, das Gesicht, was ich seit meiner Geburt kenne, im Spiegel so entstellt, dass ich mich nicht mehr erkenne. Und wenn ein Mann auch nur im Ansatz weiblich ist, dann verrät er ja die Männlichkeit. Und deswegen haben es die Transident und die Schwulen auch so unheimlich schwer mit anderen Männern. Das ist so mein Hauptproblem. Ich verrate Männlichkeit. Für die bin ich ein Mann, der sich zur Frau freiwillig herabwertet. Also eine Frau kann in Hose umlaufen, ein Mann, der geschminkt ist und Rock anzieht, ja, probiert's einfach aus. Also Benachteiligung, weil ich Transident bin, habe ich natürlich im Detail schon erfahren. Ich bin also aus der Frauenabteilung rausgeschmissen worden am Anfang. Dies ist, die Männerabteilung ist da drüben. Das ist so eine Benachteiligung, da kann man aber drüber wegsehen. Klar, ich habe meine Arbeit verloren und gewisse Ausgrenzungen erlebt. Ich bezeichne es für mich mal als Mobbing, aber ich wurde tatsächlich als Frau behandelt von manchen oder eben als Mann, der eine Frau sein will. Und habe natürlich vorher das Männerberufsleben festgestellt, wie man eingebunden ist, akzeptiert wird, wenn man was sagt. Als Frau muss man in unserer Gesellschaft viel mehr kämpfen. Das ist das, was ich heute spüre. Man hat mich nicht mehr ausreden lassen, ich wurde in Meetings nicht mehr eingeladen. Man hat meine Ideen, die ich erzählt habe, nacherzählt und diese Männer haben es als ihre Ideen verkauft. Die ganzen Kolleginnen haben es alle verstanden, die haben mich sofort akzeptiert. Viele der Männer haben Schwierigkeiten gehabt. Einfach mit mir und das habe ich bis zum letzten Arbeitstag auch gespürt. Mein Chef hat zu mir gesagt, ich habe mit deiner Wandlung ein Problem. Das ist sein Satz gewesen. Dann habe ich eine halbe Stunde mir Mühe gegeben, es zu erklären. Am Ende des Gesprächs habe ich eine Bibel in die Hand gedrückt bekommen. Ich soll auf die Kraft Gottes vertrauen. Es wird schon werden. Innerhalb eines Jahres 400 Bewerbungen und genau 4 Vorstellungsgespräche. Trotz einem Einserschnitt in meinem Abschluss, trotz Einser und Zweier Arbeitszeugnissen,
Ich beim Bewerbungsprozess, ganz klar, ich habe versucht, mich zu bewerben, mehrfach. Ich bin auch eingeladen worden. Aber letztendlich ist das Gefühl immer so, sowas wie Sie wollen wir hier nicht haben. Das bringt Unruhe rein, das ist anders. Und da müssen wir irgendwie womöglich noch ein Königreich drumherum bauen. Und das wollen wir nicht. Und draußen rumzulaufen und dann noch den Spiegel der Gesellschaft zu kriegen mit Geglotze, mit Gezeige, mit Umgedrehe, mit Ehas gesehen, Angestoße. Sehr viele Anfeindungen. Am helllichten Tag auf offener Straße, sehr viele abwertende Blicke, sehr viel Starren, also kein interessiertes Schauen, sondern wirklich ein penetrantes, aufdringliches, unangenehmes Starren. Wir haben einen Türken in Waiblingen, zu dem wir ab und zu mal gehen, weil Obst und Gemüse da einfach viel frischer und höher qualitativ ist. Und ich muss da drin immer damit rechnen, dass mich ungefähr 3/4 des Ladens blöd anstarren. Und dass der ein oder andere Kommentar fällt. Immer. Wenn ich im Fernsehen war, wenn ich einen Zeitungsartikel hatte und es gibt irgendwo eine YouTube- oder Facebook-Kommentarfunktion, da sind 90% positive Kommentare und 10% sind, der ist irre, der ist gestört. Und da kommen also beleidigende Dinge, wo die Redaktion kaum im Löschen hinterherkommt. Und wir waren gerade auf dem Weg zurück zur S-Bahn. Dann kamen uns eben ein paar Betrunkene entgegen. Dann fielen so Sachen wie, guck mal, eine Transe und ist ja ekelhaft. Daraufhin wollte Dani direkt lossprinten und sich den ersten krallen. Ich habe sie dann gerade noch am Arm erwischt, habe sie zurückgezogen, weil die Clique an und für sich einen relativ aggressiven Eindruck gemacht hat. Ich habe gemeint, offensichtlich hast du nicht die Eier, hierher zu kommen. Ich meine, noch habe ich meine, aber ich brauche sie nicht. Ich kann sie dir gern geben, dann hast du vielleicht mal welche. Das fanden seine Kollegen dann sehr amüsant und er wurde immer kleiner und kleinlauter und ist dann abgezogen. Ich bin das schon so ein achtes Weltwunder. War ich auch auf der Bank, beim Umschreiben, auf der Zulassung, überall auf der Sparkasse. Das war, keiner wusste, wie das geht, weil man ist so dann die Erste. Und ja, später rufen sie an, hey, wir wissen jetzt, wie es geht, wir haben jetzt einen zweiten Fall. Viele denken von uns als sexuellen Fetisch. Dass ich darauf reduziert wurde, dass ich trans bin und ich häufig fetischisiert werde und Menschen nur deshalb mit mir sexuell in Kontakt treten möchten, weil ich transsexuell bin. So quasi wie eine Checkliste abgearbeitet haben, so Asiatin mal gehabt, eine Schwarze mal gehabt, Transsexuelle auch mal gehabt. Das fühlt sich falsch an, man fühlt sich schäbig, dreckig, wertlos. Also selbst in der Community gibt's Übergriffe und das auch nur aus reiner Neugier. Im Kings Club damals, einer der Gäste, die mich mehrfach misgendert haben, der hat sich vor mich hingestellt, greift mir an die Brust und fragt, ist die echt? Daraufhin habe ich seine Hand genommen, habe sie verdreht, nach vorne geneigt und habe ihn angeschaut und habe gemeint, sind dir meine Titten zu klein oder was ist dein Problem? Wenn du das nochmal machst, breche ich dir das Handgelenk. Ich fühle mich unter homosexuellen Männern meistens ein bisschen fehl am Platz. Also ich bin nie als Mensch, nie als Katharina dann dort, sondern auch in der Community kommen halt immer Fragen zum Thema Trans. Ich beantworte die Fragen gerne und versuche auch immer offen für alles zu sein. Aber wenn ich privat unterwegs bin, mag ich manchmal einfach privat unterwegs sein und mag nicht zum 439. Mal erklären, was Trans genau ist. Und zum 200. Mal sagen, ja, ich hatte meine OP schon, weil das so eine der ersten Fragen ist und meine Standardantwort dann eben das ist, ja, hatte ich, Mandeln, Blinddarm, Versteifung im Rücken. Ja, nee, die OP. Also, ich frage ich dich, wie groß und lang und dick dein Schwanz ist? Dann gucken mich die Leute meist verdutzt an, stellen dann fest, wie intim die Frage eigentlich ist, die sie gerade gestellt haben. Wir brauchen immer noch mehr Aufklärung in der Gesellschaft. Ich habe keinem was getan. Und trotzdem wird so verbal negativ auf mich eingeschlagen. Es gibt aber auch Menschen, die sehen mich als Mensch. Die sehen mich als jemand, der sich verwirklicht hat. Jemand, der sein Leben endlich lebt, der eine schwere Wandlung durch hat, weil es eine harte Nummer ist, sein Geschlecht zu wechseln, sage ich mal plakativ, ist nicht ganz korrekt. Ich muss aber sagen, ich habe es auch leicht in der Gesellschaft. Sie waren aber lange nicht da. Der Wiedererkennungseffekt.
ich bin schon irgendwo ein bisschen was Besonderes. Wenn ich so als mit diesem männlichen Körper in der Frauenabteilung wildere, dann sind 4 Verkäuferinnen besorgt um mich herum, die dann versuchen, ein Jackett, wo mein Arm reinpasst, aus der gesamten Etage zu greifen. Und sich immer wieder freuen, wenn man mal wiederkommt und man kriegt ein Kompliment und kriegt ein Lob. Also die Gesellschaft hält mir verschiedene Spiegel vor und manche nützen mir, das sind viele Komplimente, und manche, die tun mir leider nicht gut, aber ich habe so viel Energie, dass mich das nicht mehr runterzieht.